wissen wir alle, sind Freunde des Spargels auf der einen Seite und eigentlich heißt es ja auch ein Königsgemüse. Und nachdem ich weiß, dass unser bayerischer Ministerpräsident den Spargel wirklich, vor allem den fränkischen, sehr, sehr gern mag, könnte man fast sagen, das Ministerpräsidentengemüse. Und alle, so wie wir heute beieinander sind, glaube ich, sind ja tatsächlich Feinschmecker, Genießer. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Sie alle miteinander auf Importware verzichten. Das hat natürlich viele Gründe. Wir haben es vorhin schon gehört von der Königlichen Hoheit. Der Spargel ist natürlich etwas Herausragendes. Wenn man kurze Wege hat, kurze Transportwege, dann hat man natürlich viele Vitamine, Mineralstoffe. Natürlich was fürs Klima. Absolut. Und wenn ich Ihnen heute sage, dass wenn wir Spargel aus Übersee importieren, dass jedes Kilogramm eigentlich belastet ist mit weiteren 12 Kilo CO2-Ausstoß, dann ist es, glaube ich, ganz entscheidend zu wissen, dass man auf Regionalität auch Wert legt. Und das hat natürlich noch eine viel größere Bedeutung, denn wenn Sie bayerischen Spargel kaufen, dann unterstützen Sie damit natürlich auch die bayerische Landwirtschaft, die bayerische Wertschöpfung. Und damit erhalten Sie Arbeitsplätze, damit tun Sie etwas fürs Klima und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und mein Dank geht heute natürlich an die ganzen Familienunternehmer. Wir haben 500 Familienbetriebe in Bayern. Es ist wirklich herausragend, was da geleistet wird. Und gerade in der Corona-Krise war das gar nicht einfach, einmal mit den Erntehelfern zurechtzukommen, wie passiert das aus Hochrisikogebieten. Und das hoffentlich haben wir das alles miteinander auch ordentlich überstanden. Und ich wünsche den Unternehmerinnen und Unternehmern wirklich von ganzem Herzen einen guten Absatz. Und ich hoffe, dass wir die 20.000 Tonnen auch toppen dieses Jahr. Und deswegen auch... Oh, ich glaube, man will mich nicht reden lassen. Herr Benz, was haben Sie da gemacht? Na, das ist so, dass wir momentan da eine Verbindung hergestellt haben. Und ich unterbreche jetzt die Verbindung, jetzt nehmen Sie das Mikrofon. Ja, vielen Dank. Aber ich möchte natürlich es nicht versäumen, auch die Gelegenheit zu nutzen, die Kombinationen für den Spargel zu erwähnen. Weil es sind ja heute auch die königlichen Hoheiten da, einmal die Spargelkönigin, aber auch die Weinkönigin und die Kartoffelkönigin. Und bitte, meine sehr geehrten Damen und Herren, was gibt es Besseres als wie ein Frankenwein, eine ordentliche Portion Spargel und eine schöne bayerische Kartoffel mit der geprüften Qualität aus Bayern. Vielen, vielen Dank für Ihren Einsatz. Sie leisten hier großartige Arbeit für die Verbände, für die Öffentlichkeitsarbeit. Tragen Sie bitte Bayern, nicht nur innerhalb Bayerns umeinander, sondern in ganz Deutschland, in Europa und auch in der Welt. Und deswegen mein Vergeltsgott auch an euch, Damen, königliche Hoheit. Und ich glaube, jetzt machen wir uns einfach ans Spargelstechen. Vielen Dank.